Alice hinter den Spiegeln. Das Echo der Bedeutung einer Skulptur. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass das Leben gut abgegrenzt zu sein scheint zwischen der Mehrheit der Menschen, die in einer hoffnungslosen und doch verratenen Welt des Wunschdenkens leben, und der Minderheit von uns, die durch den Spiegel auf die andere Seite gegangen ist. Der Durchgang durch den Spiegel ist keine Willensübung oder eine intellektuelle Übung. Es kommt nicht durch dass man es studiert, sondern durch eine schreckliche Lebenserfahrung, die die heile Welt des Wunschdenkens zerstört hat. Es muss nicht zu Zynismus führen, sondern muss zu einem anderen Ort führen. Diese Erfahrung kommt aufdringlich in dein Leben, drängt sich hinein und ist niemals eingeladen oder geplant. Sie ist völlig zerstörerisch, wie ein Stern, der von einem schwarzen Loch gefressen wird. Wo es nicht nur bis auf die atomare Ebene, sondern sogar bis auf die subatomare Ebene zerlegt wird. Wo Materie in Energie umgewandelt und verdampft wird. Sobald wir durch dieses Portal gegangen sind, bist du für immer verändert. Der Spiegel ist eine Einbahnstraße. Auf der anderen Seite des Spiegels gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, sie können innerlich taub sein und sich äußerlich in Normalität hüllen. So kannst du wenigstens noch mit der Mehrheit kommunizieren, die noch auf der anderen Seite in der hoffnungslos verratenen Welt lebt. Das ist es, was die meisten versuchen. Und wie im Film The Invasion of the Body Snatchers kann man die wahre Hoffnung verratener Menschen nicht von den Scheinzombies unterscheiden. Wo soll ich anfangen? Ich weiß auch nicht. Vielleicht mit der Erklärung, dass manchmal Dinge geschehen, die wir nicht verstehen. Vielleicht sollten wir auch niemals versuchen, diese Dinge zu verstehen. Ich glaube fest daran, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Selbst wenn einem dieser Grund manchmal nicht gefällt. Du bist böse, ja! Du bist böse! Du hast Angst, hä? Gut. Sie sind da draußen. Sie sind überall. Sie werden dich holen, wenn du schläfst. Ja, sie holen dich, wenn du schläfst, hörst du? Verschwinde oder du wirst die Nächste sein. Sie holen dich, wenn du schläfst. Ich weiß noch genau, wie ich dachte, er müsste verrückt sein. Aber ich erinnere mich auch, wie ich dachte, dass wir die Hälfte unseres Lebens schlafend verbringen. Und jetzt möchte ich, dass jeder sein Bild hochnimmt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Köppler argumentierte, dass der Film eine Kritik des modernen amerikanischen Lebens zu sein scheint,
da es den Pottleuten aufgrund der militärischen Kultur der Konformität gelang, die Armeebasis zu übernehmen und es ihnen gelang, Familien zu ersetzen, weil Familien konformistisch waren, was darauf hindeutete, dass dies bereits eine interne Schwäche war. Mami! 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 Im Gegensatz zu den anderen Versionen von The Invasion of the Body Snatchers wird die Familie Malone zu Beginn des Films als dysfunktional und zerbrochen dargestellt. Scheiße, ich bin noch keine 10 Jahre alt. Auf diese Art sprichst du nicht mit mir. Drück dich gefälligst anständig aus. Warum nicht? Sonst hörst du mir ja nicht zu. Das ist doch nicht wahr. Und das weißt du auch. Du hörst mir nie zu. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache, mit dir zu reden. Jetzt nein! Warte doch. Ich kann's nicht erwarten, 18 zu werden. Warum? Denkst du denn, wirst du nicht mehr meine Tochter sein? Nein, ich werde immer noch deine Tochter sein. Aber ich muss dir nicht mehr zuhören. Du hörst mir jetzt auch nicht zu. Was sehr weit von den idealisierten Kernfamilien entfernt war, die in der allerersten Version des Filmes von 1956 dargestellt wurden. Weißt du, wenn du unbedingt gehen willst, musst du nicht warten, bis du 18 bist. Einige Kritiker sehen die Figur von Steve als den Archetypen. Wohin willst du? Nirgendwo. Denn es ist niemand übrig von deiner Art. Des belagerten Mannes. Was damals in den 90ern echt beliebt war. Ein Mann, der versucht, seine Familie zusammenzuhalten. Die erst durch Martys Rebellion und dann... Ich verstehe es, du bist verwirrt. Aber lass mich dir etwas erklären, Steve. Lass mich dir etwas sagen. All diese Wut, diese Furcht, die Verwirrung werden davon schmelzen. Es durch die Ersetzung von Carol zerbrochen wird. Allerdings blendet diese Perspektive die Tatsache, dass Marty, das Mädchen, die sympathische Protagonistin ist, während Steve ganz offensichtlich in der Konstellation mit ihr beim Schutz seiner Familie merklich versagt. In der Version von 1956 wurden mehr oder weniger glückliche Kernfamilien als Norm dargestellt. Schon früh in der Version von 1978 erklärt der Charakter von Dr. Kipner, dass die Kernfamilie zum Teufel geschickt wurde. Und in der Version von 1993 wurden zerbrochene und dysfunktionale Familien als die Norm dargestellt. Mom ist Alkoholikerin. Glaubt man den Experten, bedeutet das, dass ich auch eine werde. Knüppler bemerkte, dass man den wahrgenommenen Niedergang der amerikanischen Familie über die drei Versionen von The Invasion of the Body Snatchers verfolgen kann. Der Film hält somit fest, wie die Werte der Zwischenmenschlichkeit, die bei der Familie beginnen, in der Gesellschaft immer mehr abgebaut haben. Das bedeutet auch die Werte, die man an sich selbst richtet. Body Snatcher ist eine geniale Idee. Sobald eine Figur die Szene verlässt und später wieder auftaucht, wird sich jeder fragen, die anderen Leute im Film wie auch die Zuschauer, ist das jetzt derselbe, der da zurückkommt? Bei jedem Wiederkommen muss die Figur ihre Identität erneut beweisen. Dadurch schleichen sich Angst und Spannung ein. Eine riesige Furcht, die man genauso in den drei bekanntesten Versionen der Körperfresserreihe findet, wie auch in den anderen Filmen, die auf dieser Figur basieren. Der absolut eigenwillige Horror-Thriller von Don Siegel macht Schule. Er gebiert ein selbstständiges Subgenre. Die meisten seiner Remakes und Neuauflagen werden Kassenschlager, weil sie den jeweiligen Zeitgeist erbarmungslos herausfordern. Ist das der Angstmechanismus, den dieses menschgewordene Monster auslöst, oder liegt das Problem tiefer?
Eine Fabel über die Angst vor Kommunisten, das Misstrauen gegenüber der Regierung? Oder die Bedrohung durch ein Konglomerat aus Militär und Industrie? Jeder Bodysnatcher-Film löst Debatten über Gesellschaft und Politik aus. Oh mein Gott. Es ist wie eine schreckliche Verschwörung. Ach was, Verschwörung, ich bitte dich. I've got one that can see. Den verschiedenen Neuauflagen von Philip Kaufman, Abel Ferrara oder John Carpenter ist diese Zweideutigkeit gemeinsam, die manchmal sogar das Publikum spaltet. Ich denke, dass die drei Filme, anders als man glaubt, keine ideologischen oder binären Filme sind. Matthew, ich sage dir, irgendwas geht hier vor und das macht mir Angst. Solange ich denken kann, lebe ich in dieser Stadt. Und habe mich immer wohlgefühlt. Aber auf einmal sind die Menschen verändert, nicht nur Geoffrey. Wir übertragen die Interpretation damit, dass es bedeutet, durch Alice Spiegel zu gehen, was nur durch grausame und schreckliche Ereignisse im Leben passiert, dass man dann an einen anderen Ort kommt. Denn das Umfeld ist der Ort, wo wir uns befinden. Aber wie wir es persönlich betrachten, macht dabei viel ab. Gestern war noch alles in Ordnung. Heute sieht zwar auch noch alles so aus wie immer. Und doch ist die Stadt für mich zum Albtraum geworden. Der Bodysnatcher, wörtlich der Körperräuber, ist eine faszinierende Kreatur, die der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Es geht also wirklich um den Spiegel, um unser Spiegelbild und ob wir durch den Spiegel hindurchgehen. Auf die andere Seite, zu der anderen Version von uns. Die Vorläufer des Bodysnatchers sind die Doppelgänger, die im 19. und 20. Jahrhundert in der Literatur sehr beliebt waren. Der erste Autor, bei dem Doppelgänger zu einem beständigen Thema der Metaphorik und Verarbeitung wurden, war noch vor den Zeiten von Lewis Carroll. Hoffmanns Charaktere erliegen in der Regel der magischen Gewalt des Bösen oder der Faszination des Wunderbaren. In unterschiedlichen Varianten begegnet in den Fantasiestücken der Einbruch des Fremden in die Realität, der Widerstreit von bürgerlicher Normalität und fantastischer Kunst, von äußerer Vernunft und geheimnisvoller Tiefe des menschlichen Unbewussten. Die hier abgesteckten Themen durchziehen auch Hoffmanns spätere Texte und können als geradezu charakteristisch für sein Gesamtwerk gelten. So prägt die Erfahrung einer zerrissenen, gedoppelten Wirklichkeit auch den ab 1814 entstandenen Roman »Die Elixiere des Teufels«, dessen erster Band 1815 erschien und dem der zweite Band 1816 folgte. E.T.A. Hoffmann war seinerzeit ein sehr wichtiger Mann der Literaturgeschichte. Auch wenn erst 10 Jahre später Carroll nach E.T.A. Hoffmann geboren wurde, haben beide Autoren einige Gemeinsamkeiten, die sie zu etwas Besonderem nicht nur in der Literaturgeschichte machen. Erstens waren beide für diverse Zeitungen tätig. Beide schrieben Kurzgeschichten und beide liebten es, Karikaturen zu zeichnen, die in Gesellschaftskritik mündeten und mehr aussagten als das Klischee. Zweitens war bei beiden Autoren ein klarer innerer Kontrast, den der Logik und den zur grenzenlosen, irrationalen wirkenden Fantasie. Während Hoffmann Jurist wurde und Jura erfolgreich studiert hatte, schrieb er nebenbei fantastische Geschichten und komponierte sogar Musik.
Lewis Carroll hatte sich der Mathematik verschrieben, war auf diesem Gebiet überdurchschnittlich intelligent und Lehrer, doch gleichzeitig hatte er eine unermessliche kindliche Fantasie, die er in Geschichten und Karikaturen auslebte. Drittens, beide Männer waren durch die Gewichte dieser starken Kontraste in ihrem Leben innerlich sehr zerrissen und die Frage nach der Identität stetig präsent. Während Hoffmann in düsteren Geschichten die Grenzen zwischen Wahnsinn und Realität verschwimmen ließ, hatte Lewis Carroll das Unwissen zwischen Wahnsinn, dem Verrückten und Wirklichkeit in kinderkompatible Geschichten gepackt. Demzufolge hatten beide Autoren viele Gemeinsamkeiten, lebten aber diese sehr gegensätzlich aus, Carroll im helleren Bereich und Hoffmann im düstereren Bereich. Als Romantiker hatte E.T.A. Hoffmann besonders die Schauerliteratur geprägt, da zahlreiche Charaktere in seinen Werken der magischen Gewalt des Bösen oder der Faszination des Wunderbaren erliegen. Die schwarze Romantik entstand durch ästhetische Vorstellungen, die sich mit den Schattenseiten der Menschen auseinandersetzten, sowie mit der Verdüsterung des Seins. Ähnlich wie wir es bei der neuen Version von Alice im Wunderland kennen, von American McGee, Alice Asylum. Nicht nur das Schöne und Gute sind konstitutiv für den Menschen, sondern ebenso das Hässliche, Böse und das Destruktive. Der Schrecken tritt daher als Bruch oder als Konflikt zwischen diesen Aspekten auf. Vor diesem Hintergrund verwendet Hoffmann oft das Motiv des Doppelgängers, welches als Symbol des Unheimlichen dient und integriert es in den normalen bürgerlichen Alltag. Hoffmanns Werk, Der Sandman, erschien 1816 und ruft uns heute die Netflix-Adoption in den Kopf. E.T.A. Hoffmanns romantische Erzählung Der Sandman spiegelt einen zentralen Konflikt seiner Epoche. Es geht um den Widerstreit von Vernunft, Fantasie, Rationalität und Imagination. Also Vorstellung. Genau diesen Widerstreit sieht sich auch Lewis Carroll sein Leben lang gegenübergestellt, was wir in der Dokumentation über Lewis Carroll reflektiert haben. Das Erste, was uns bei der Sandman-Serie auffällt, ist natürlich die Welt voller Fantasie, die das Traumland darstellt. Durch die Träume gelangt man quasi durch den Spiegel in die Welt seiner eigenen Fantasie. In Alice Wunderland funktioniert es ziemlich ähnlich. Im ersten Teil ist Alice am Fluss eingeschlafen und ihr Wunderland war demzufolge ihr Reich in ihrem Traum, was allerdings wesentlich komplexer fungierte, als nur die Funktion zu haben, zu träumen. Auch das ist ähnlich in Sandmans Traumwelt. In Wirklichkeit steht die große Bedeutung dahinter, dass Träume der Zugang zur Seele sind, nicht nur zur Fantasie, und dass beides Hand in Hand geht und das eine ohne den anderen nicht existieren kann. Deshalb ist es auch in Alice Geschichte eigentlich unvermeidlich, dass sie irgendwann durch den Spiegel geht. In the waking world, which humanity insists on calling the real world, as if your dreams have no effect upon the choices you make. You mortals go about your work, your loves, your wars, as if your waking lives are all that matter. But there is another life which awaits you when you close your eyes. And enter my realm. And nightmares.
an Adventure. Wichtig dabei ist auch zu verstehen, dass Träume eine metaphorische Reflexion der Wirklichkeit sind. Sie sind also wie ein Spiegel. Nur alles ist irgendwie anders, indirekter. Die Traumwelt ist also die Welt hinter dem Spiegel. Deshalb liegt durch diese Reflexion es auch nahe, dass es einmal das träumende Ich und einmal das reale Ich existiert. Womit wir wieder am Thema des Doppelgängers kratzen. Tiefe Einblicke gewährt der Doppelgänger vor allem dort, wo sich in ihm gesellschaftliche Widersprüche auskristallisieren und das andere des Selbst zur Maske wird. Ob als Schattenzwilling, Stellvertreter, Verkleidung oder als Einschreibfläche der Flucht und des Aufbegehrens, erst außerhalb seiner kommt das Ich zu sich selbst. Ich denke vor allem an die Erzählung Der Doppelgänger von Dostojewski oder Der Horla von Maupassant. Diese Periode entspricht einer ganz bestimmten Zeit. Die Zeit nach der industriellen Revolution, der Moment also, als die Menschen die Dörfer verlassen, um in die Städte zu ziehen. Die Industrialisierung schaffte viele Arbeitsplätze. Das war auch nötig, denn wegen einer Bevölkerungsexplosion um 1800 gab es viele Arbeitslose und arme Menschen. Die Verarmung großer Bevölkerungsschichten im 19. Jahrhundert nennst du Pauperismus. Auf der Suche nach Arbeit zogen die Menschen zu den Fabriken in die Städte, die dadurch enorm wuchsen. Das nennst du Urbanisierung. Durch die Urbanisierung entstand allerdings ein großer Platzmangel in den Städten. Ganze Familien hatten oft nur ein Zimmer ohne Toilette und Bad zur Verfügung. Du kannst dir vorstellen, dass das zu hygienischen Problemen führte. Die Missstände endeten sogar teilweise in Typhus- und Choleraepidemien. Doch was hatte das für psychische Folgen für die Menschen? Damals waren die Leute stärker mit anderen Menschen konfrontiert. Sie lebten in beengten Verhältnissen und es kam zwangsläufig zu Streit. Diese erzwungene Nähe löste bei einigen ein leicht neurotisches Verhalten aus. Man beobachtet einander. Es gibt überall Spiegel. Die moderne Gesellschaft entwickelt sich. Der Body Snatcher stellt das Fremde dar. Allerdings, und das ist letztlich das Unangenehme dabei, kann man jeden in seiner Umgebung verdächtigen. Die Nachbarn, die Familie. Am Ende bleibt für den Einzelnen kein vertrautes Umfeld mehr. 1920, nach der Industrialisierung. Die Fülle und Vielfalt der deutschen Literatur in dieser Ära würden aber verzerrt, wollte man sie auf einen einzigen Begriff bringen. Vor dem Hintergrund der Zeitumstände wurde zum Beispiel Hölderlings Hyperion beziehungsreich zitiert, wo man sich mit den Folgen von Krieg, Novemberrevolution und den Versailler-Vertrag geistig auseinandersetzte. Zitat: Ich kann kein Volk mir denken, das zerrissener wäre. Wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herren und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Hölderling wird von Guy als Vorbote einer modernen Welt gedeutet, die den Menschen zerbricht, ihn der Gesellschaft und seinem eigentlichen Wesen entfremdet. Erk Grimms Beitrag, der sich den medialen Bedingungen des Doppelgängers im Roman der Weimarer Republik zuwendet, beleuchtet, auf welche Weise die Literatur anhand des Doppelgängermotivs auf die soziale Malaise in den Großstädten der 1920er Jahre reagiert. Die mediale Serialisierung
und die politischen und ökonomischen Krisen untergraben die Souveränität des Individuums. Emplarisch in der Form des Hochstaplers, der sich skrupellos über das glatte Parkett des urbanen Milieus der Angestellten, Ganoven und Hotelgäste bewegt, verlangen sie ihm Manöver der Verstellung und der Täuschung ab. Dem Hochstapler, dem die betrügerische Verdopplung das Überleben sichert, ist die romantische Furcht vor dem Doppelgänger abhanden gekommen. Auch Hans Hagen Hildebrands philosophisch unterfütterter Aufsatz zum Verhältnis vom Original und Spiegelbild führt sich in das Bild der oben skizzierten Selbsttranszendierung. Während der Body Snatcher aus 1956 sich nach dem Doppelgängerbild orientiert, was nach den 1920er Jahren in den nächsten 20 bis 30 Jahren sich manifestierte, dass Gleichheit und Anpassung sehr wohl erstrebenswert ist und etwas mit Wohlstand und Disziplin zu tun hat, vor allem aber auch einer natürlichen Neutralität, die allen zugrunde liegt, die das Überleben sichert. Denn die Natur an sich ist auch ohne Emotionen, nur der Mensch hat das Urteil von Gut und Böse. Somit die damalige Verfilmung und die Doppelgänger, die Bodysnatcher aus den Filmen auch wirklich nicht unmenschlich wirkten, sondern es eher verlockend wirkte, wie seriös und nüchtern sie erzählten, was für Vorteile es hat. There's nothing to be afraid of. We're not gonna hurt you. But once you understand, you'll be grateful. Remember how Teddy and I fought against it? Well, we were wrong. You mean Teddy doesn't mind? Of course not. She feels exactly the way I do. Let us go! Look, we'll leave town. We won't come back. We can't let you go. You're dangerous to us. Don't fight it, Miles. It's no use. Sooner or later, you'll have to go to sleep. I'll wait for you in the hall. Miles, you and I are scientific men. You can understand the wonder of what's happened. Power to reproduce themselves in the exact likeness of any form of life. So that's how it began. Out of the sky. Your new bodies are growing in there. They're taking you over, cell for cell, atom for atom. There's no pain. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories, and you're reborn into an untroubled world. Where everyone's the same? Exactly. What a world. We're not the last humans left. They'll destroy you. Tomorrow you won't want them to. Tomorrow you'll be one of us. I love Becky. Tomorrow will I feel the same? There's no need for love. No emotion. Then you have no feelings. Only the instinct to survive. You can't love or be loved, am I right? You say it as if it were terrible. Believe me, it isn't. You've been in love before. It didn't last. It never does. Love, desire, ambition, faith. Without them, life's so simple, believe me. Aber klingt das nicht sogar wirklich verlockend, eine Neutralität innewohnend zu haben? Kein Leid mehr auf der Welt zu haben. Keinen Schmerz. Nur noch das Beste, automatisch, instinktiv zu tun. Ohne Gefühle, die alles einnehmen und unsere schlimmsten Schwächen sind und Leid verursachen. Wenn wir funktionieren würden wie biologische Androiden, würde das Überleben des Planeten sichern. Wäre das so schlecht, wie ein Android zu sein, emotionslos?
Allein schon diese Frage sollte eigentlich überflüssig sein, denn es gibt dann kein Böses mehr. Kinder würden anständig aufwachsen, weil keine innerlichen Schwächen der Erwachsenen sie zerstören würden. Was wäre daran falsch? Im Grunde genommen eigentlich nichts. Aber es ist nun mal so, dass diese Situation niemals existiert, weil der Mensch nun mal Emotionen hat. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist das, wenn etwas existiert, das dann zu verleugnen. The Snatchers, The Invasion of the Body Snatchers, ist ein perfektes Beispiel davon, wie manche Menschen lernen, damit umzugehen, wenn etwas Entsetzliches passiert. Denn immer wieder werden in unserer Gesellschaft Gefühle als inakzeptabel betrachtet. Es ist besser, sie auszuschalten, um zu funktionieren. Viele Menschen, die durch schreckliche Ereignisse demnach traumatisiert sind oder geprägt, verfallen schon aus reinem Selbstschutz deshalb, den Schalter umzulegen. Sie sind innerlich quasi tot, aber äußerlich machen sie wenigstens noch den Anschein, als würden sie mit der Außenwelt in Kontakt sein oder mit ihr kommunizieren. Mit dem Body Snatcher ist der Feind plötzlich nicht mehr draußen, sondern mitten unter uns, im Haus, in uns selbst. Und das wird dann echt gruselig. Very good. Dennoch versuchen wir, in einer Welt zu funktionieren und zu leben, die keinen Sinn mehr macht. Weil wir durch den Spiegel gegangen sind. Das ist das große Paradoxon. Durch den Spiegel zu gehen, ist im Grunde genommen nichts anderes, als die Wirklichkeit mit anderen aus Augen zu sehen. Genauso wie in Matrix. Nimmst du die blaue oder die rote Pille? Mit der blauen bleibst du in der Matrix. Mit der roten? Mit der roten gehst du durch den Spiegel. Wir müssen dabei verstehen, dass unsere Fantasiewelt, wenn wir durch den Spiegel gehen und in unsere Fantasiewelt, in unser Wunderland und in unseren Albtraum, egal was in uns ist, wenn wir durch den Spiegel gehen, dass diese andere Welt, die eigentlich als fiktiv erklärt ist, eigentlich die wahre Welt ist. Wie wenn wir aufwachen würden. Aus einer Matrix. Uns wird zwar gesagt, dass das, was in unserem Geiste passiert, nicht real ist, aber in Wirklichkeit bedeutet es, wenn Alice durch den Spiegel geht, wenn wir durch den Spiegel gehen, dass das, was in uns ist, viel realer ist als alles andere. Und auch uns deshalb unsere komplette, gesamte Wirklichkeit bestimmt. Denn das, was unsere Wirklichkeit ausmacht, ist das in uns drin, ist unsere Interpretation. In der Szene von Matrix können wir Morpheus als wie die Raupe betrachten, die der Alice die Augen öffnet über den wahren Abgrund in einen. Dass nichts ist, wie es scheint, wie wir uns selber meistens vormachen. Du fühlst dich im Moment sicher wie Alice im Wunderland, während sie in den Kaninchenbau stürzt. Ja, so ähnlich. Ich kann es in deinen Augen lesen. Du siehst aus wie ein Mensch, der das, was er sieht, hinnimmt, weil er damit rechnet, dass er wieder aufwacht. Ironischerweise ist das nah an der Wahrheit. Glaubst du an das Schicksal, Neo? Nein. Warum nicht? Mir missfällt der Gedanke, mein Leben nicht unter Kontrolle zu haben. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich will dir sagen, wieso du hier bist. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst.
aber du fühlst es. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich verrückt macht. Dieses Gefühl hat dich zu mir geführt. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist, Neo. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Bedenke, alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr. Danach gibt es kein Zurück. Also es geht nicht um eine vermeintliche Verschwörung in Matrix oder in Body Snatchers, ja, auch wenn die Gesellschaft das gerne so hinstellt. Es geht im Grunde genommen um Selbstfindung, ja, um unser gespiegeltes Selbst auf der anderen Seite oder wie wir sind auf der anderen Seite, was das mit uns macht. Weil wir dann erst durch diese Konfrontation, wenn wir durch den Spiegel gehen, wirklich bei uns ankommen. Matrix hat demnach die Botschaft, was wäre, wenn wir den Konsum nicht mehr hätten? Was macht denn der Konsum? Er lenkt uns von uns selber ab. Was bleibt von unserem Geist, von unserer Identität, wenn wir unsere Umwelt mal völlig unabhängig betrachten und nur uns selbst wie auf einen Seziertisch? Es geht wirklich um Selbstfindung. Das erste Mal, als ich diese Gegensätzlichkeit bemerkte, war, als ich mit meinem schwersten akuten Leidenszustand zu einer Dinnerparty eingeladen war. Das Hauptdiskussionsthema war, ob der Gastgeber Perlmuttsplitter in seiner Farbe streichen sollte, wenn er die Decke seines Esszimmers erneuert. Ich lächelte nach außen, tat so, als würde ich zuhören. Damals flirtete ich noch mit dem Zombie-Pfad. Doch innerlich, während die Stimmen um mich herum abprallten, ja, Perlmutt oder nicht Perlmutt, war ich tief in Gedanken versunken. Ich ziehe mich in die Einsamkeit zurück. Ich kann dieses Spiel nicht spielen. Manchmal überkommt es dich und du fasst den Mut, unter Leute zu gehen, vieles wieder gut zu machen, wieder Lust zu haben. Ein kurzfristiger, positiver Gedanke, der jedoch schnell erdrückt wird. Es fehlt die Kraft. Du weißt, dass es derzeit keinen Sinn ergibt. Alles, was andere glücklich und zufrieden macht, bleibt dir gleichgültig. In diesem Moment wird dir wieder einmal bewusst, dass die Kluft zwischen dir und den anderen zu groß ist, unüberwindbar scheint. Du möchtest dich ihnen nicht ausliefern, eine weitere Niederlage einstecken, erdrückt werden, dich unwohl fühlen. Nachts versunken auf eine eklige Weise, fast ertrunken in einem See voller Scheiße. Es fühlt sich an wie Ertrinken, während du jeden um dich herum atmen siehst. Die Dämonen schleichen sich langsam an dich heran. Es ist ein erdrückendes Gefühl, als würde dir jemand überlegen sein.
dich bemächtigen. Ein Pochen in deinem Kopf, beharrlich und endlos. Ein übermächtiger Druck auf deiner Brust. Als würde es dir die Lunge zusammenziehen. Anfangs sind es Kleinigkeiten, aber du ignorierst dieses Gefühl. Du sagst dir selbst, es wird schon wieder. Es ist wohl wieder nur einer dieser schlechten Tage. Aber damit machst du dir nur etwas vor. Du hängst fest. Du findest keinen Weg mehr heraus aus diesem Gefühl. Du fängst an, dich zu fragen, was los ist. Niemand soll erfahren, dass du dich nur hinter einer lang aufgebauten Maske zu verstecken versuchst. Es machen doch alle so. Man muss doch fehlerlos sein. So erklingt es immer und immer wieder in deinem Kopf. Aber das Problem verschwindet nicht. Du kämpfst weiter mit dir. Du versuchst deine Rolle nach außen zu optimieren. Aber es kostet dich immer mehr Kraft. Du fängst an, dich zurückzuziehen, den anderen aus dem Weg zu gehen. Du wirst ihnen nur wehtun. Es ist besser für sie, von all dem nichts zu wissen. Auch jene, die du zu deinen Freunden zähltest. Deine Eltern. Deine Familie. Dir fehlt die Kraft, um dich nach außen zu tragen. Freude und Glück zu empfinden. Wertschätzung. Oder einfach nur kleine Dinge zu erledigen, die du früher als alltäglich empfunden hast. Die Motivation schwindet. Warum es überhaupt versuchen, wenn dir sowieso nichts gelingt, dich nichts glücklich macht? Es ist aussichtslos. Eine zweite Möglichkeit ist totale Niedergeschlagenheit, die sich in ewige Depression und Selbstbegräbnis in Isolation oder sogar buchstäbliches Begräbnis durch Selbstmord übersetzen lassen. Dies ist der kürzere Weg. Aber eine Seele, die in diese selbst auferlegte Hölle geht, ist eine zu viel. Alles um dich herum wird langsamer. Ein Flimmern und Hallen. Alles fühlt sich so skurril und verzerrt an. Die Last, die auf dein Gemüt drückt, wird schwerer. Und es scheint, als würde es eh nichts mehr geben, was dich je wieder glücklich machen könnte. Kein einziges Gefühl. Kein Mensch in dieser Welt. Nach und nach zerstörst du alle Beziehungen. Du fängst an, dich zu schämen für alles, was du gesagt und getan hast. Und für das, was du nicht gemacht hast, obwohl du es machen wolltest. Schlussendlich also wählst du wieder die Einsamkeit. Deine Komfortzone, in der niemand Fragen stellt. Dein mangelndes Selbstwertgefühl und das Gefühl, dass dein Leben sinnlos ist, werden schier unerträglich. Das erste Mal, dass du realisierst, dass es so nicht mehr weitergeht. Dass du den Kampf mit dir selbst verlieren wirst und es nur noch zwei Möglichkeiten gibt. Sich selbst zu befreien oder sich Hilfe zu suchen. Eine gemeinsame Komponente ist die Unsicherheit des Einzelnen gegenüber seiner Umgebung. Die Angst, sich den Zwängen der Gesellschaft unterwerfen zu müssen, macht ihn fast paranoid.
completely connected with each other in harmony. As one. You're not, Ben. Weil wir gelernt haben, dass es die Rasse ist, die wichtig ist. Nicht das Individuum. Das Individuum ist immer wichtig. Nur Einheit garantiert Überleben. Die menschliche Rasse ist, wenn man sie sich selbst überlässt, zum Untergang verurteilt. Akzeptieren Sie es. Es ist der bessere Weg. Bleiben Sie zurück. Es ist eine Frage des Überlebens. Hey Gwen, you want some coffee? No thanks. Die Figur des Bodysnatchers verkörpert urbane Angstgefühle und präsentiert sich als neues Kinomonster. Ein Doppelgänger, eine perfekte Kopie, die den Menschen ersetzt, ihm seine Identität und Individualität nimmt. Hey, I got a full house. Die Idee ist komplex und innovativ, stellt das Gesellschaftsgefüge in Frage und setzt den Horror meisterhaft in Szene. Der Doppelgänger verstört und fasziniert zugleich. Sein Auftauchen verwischt die Grenze zwischen dem Ich und den anderen. Er unterhöhlt die Autonomie des Subjekts und hinterlässt beim Individuum das schizoide Gefühl, sein eigener Halbweise zu sein. Über das Gefühl, in einem Individuum ein Halbweise zu sein, dass dies in uns eine existenzielle Sehnsucht ist, widmet sich auch die Netflix-Serie Echos in ihren Schlusssatz. In unserem menschlichen Leben gibt es nicht die eine wahre Vergangenheit, keine einzig wahre Geschichte. Für Lenny und Gina ging ihre Zwillingsgemeinschaft an jenem Tag an den Wasserfällen zu Ende. Eine Illusion, dass wir einen anderen Menschen jemals wirklich kennen. Dass es da draußen jemanden gibt, der uns von der fundamentalen Einsamkeit in unserem Kern und im Kern jedes einzelnen Menschen befreit. Jeder von uns ist eine Insel und Intimität ist nur eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Schon Platon wusste, wir sind dazu verdammt, für immer unsere andere Hälfte zu suchen. Er hoffte, dass wir sie finden und die Wunden heilen könnten, die uns geschlagen wurden, als uns die Hälfte entrissen wurde, am Anfang der Zeit. Nur, Platons Mythos war genau das. Ein Mythos. Eine Fiktion. Wie die Fiktion, die wir jeden Tag leben. Alle von uns. Es führt auf das Zwillingsphänomen zurück, was eine ganz reale Suche nach der Differenzbeziehung von Identität behandelt. Ganz gleich wie bei den Doppelgängerphänomen. Es geht darum, wo verläuft die Grenze zwischen dem Ich und dem, was uns wie ein Spiegelbild gleicht? Gerade Echos behandelt intensiv das Problem, wo wir, obwohl darin absolut nichts Fiktives liegt, zu uns werden und nicht nur eine Reflexion von etwas. Und könnte nicht jemand, der dieselbe DNA hat und derselben Situation ausgesetzt ist, dieselbe Rolle übernimmt, nicht auch wie ein Ebenbild meiner selbst sein? Ich denke ja, dass Sie beide diese Nummer schon sehr lange fahren. Sie verursachen Probleme und verstecken sich dann sofort in Ihrem Zwillingsdasein und verwirren alle. Sie täuschen Ihr Umfeld andauernd zu Ihrem eigenen Vorteil, habe ich nicht recht? Womöglich. Denken Sie denn wirklich, ich wäre so dermaßen dumm? Halten Sie mich für einen schwarzen Bauerntrampel, der zu doof ist zum Scheißen? Ach, kommen Sie, Gina! Lassen Sie den Scheiß! Von dem, was Gina sagt. Ich meine, sie ist eine gebrochene Seele, richtig? Das wissen wir doch alle. Sie wird sie so manipulieren, dass sie
Dinge glauben, die einfach nicht wahr sind. Sie verleitet sie dazu, sich im Kreis zu drehen. Das hat sie schon immer getan. Und sie wird es weiter tun. Sehen Sie? Oh Gott. Das ist doch ganz einfach. Wir schlüpfen als Zwillinge in das jeweils andere Leben. Wir führen alle hinters Licht. Sie werden sich niemals sicher sein, wer auf dem Video ist. Niemals sicher sein. Weil niemand uns kennt. Nur wir kennen uns. Wenn Sie sagen, wer genau ist dann gemeint? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich es selbst noch weiß. Die Grenzen verschwimmen, wie uns auch Echos aufzeigt, sodass man nicht mehr weiß, wer ist die reale Person und die gespiegelte. Und gibt es dann überhaupt einen Unterschied? Vor allem innerlich. Erst in der Literatur der Moderne weicht die rätselhafte Abnormität der Differenzbeziehungen zu anderen, der Versuch, durch ein Double den Glauben des Protagonisten an seine Individualität zu erschüttern, einer archaischen Entgrenzungslust. Auch Resident Evil behandelt diese Thematik in den kommenden Höhepunkt der Games. Rosemary muss sich einer Kopie ihrerseits stellen, weil ein Teil von ihr als Baby in einer pilzähnlichen Substanz geblieben ist, der sie reproduziert hatte. Wie die Konfrontation mit ihren anderen selbst aussehen wird, bleibt noch als Überraschung offen. Wissen wir aber spätestens zu Halloween 2022. Aber schon vorher in den Resident Evil-Verfilmungen ging es darum, dass Menschen geklont werden. Die Protagonistin, die hier wahrscheinlich nicht ohne Grund Alice heißt. Mein Name ist Alice. Ich habe für die Umbrella Corporation gearbeitet. Das größte und mächtigste kommerzielle Unternehmen der Welt. Ist deshalb in mehreren Teilen der Reihe bis zum großen Finale mit der Frage nach ihrer individuellen Identität beschäftigt. Was macht dich zu? Was macht dich zu deinem Du, wenn es von dir Kopien gibt? Es eine exakte Spiegelung von dir gibt? Auch diese Alice geht letztendlich durch den Spiegel, um zu ihrer wahren Identität zu finden. Which brings us to you? Yeah. Oh, come now. You thought you were the original. How delicious. No, I'm afraid she holds that dubious honor. My old partner, James, co-owner of the Umbrella Corporation, and a painful thorn in my side. What a long time to remove. Time is running out, Alice. Doppelgänger. Das Doppelgänger-Phänomen gestattet also dem Ich den Ausbruch aus dem Korsett gesellschaftlich beschnittener Individualität und eröffnet ihm die Möglichkeit einer umfassenderen Erfahrung seiner Existenz. Insbesondere seit Ende des Jahrhunderts, so Christoph Forderer, in seiner instruktiven Studie Ich-Eklipsen von 1999 ist der Doppelgänger nicht nur der düstere Schatten des Menschen, der in seiner Identität bedroht ist. Der nihilistische Bodysnatcher stellt die Einzigartigkeit des Menschen als bloße Illusion hin.
sondern auch Figur einer Expansion aus zu eng geschnürter Identität. Die Moderne hat im Doppelgänger einen Mythos gefunden, in dem sie sowohl ihr Leiden an der Entfremdung als auch ihre Leidenschaft für Grenzüberschreitungen ausdrücken konnte. In den Filmen gibt es immer einen Moment, in dem die neuen Bodysnatchers den Überlebenden erklären, wie toll das ist. Und wenn man genau hinhört, haben sie sogar recht. Where are you gonna go? Where are you gonna run? Where are you gonna hide? Nowhere. 'Cause there's no one like you left. Es gibt keine Tränen mehr, keine Furcht, weder Liebe noch Hass. Aber wenn man nicht mehr weiß, wie sich das anfühlt, vermisst man es auch nicht. Sehen Sie nicht, was die Angst aus Ihnen gemacht hat? Sehen Sie das nicht? Wenn all die Dinge angepasst sind, wird es keine Dispute mehr geben, keine Konflikte, keine Probleme mehr. So gibt es einen interessanten Dualismus zu der unserer gespiegelten Selbstbeziehung. Einmal die Angst vor dem Verlust eines Teils seiner Identität und einmal, dass das gleichzeitig das ist, was vielleicht uns mehr Frieden schenken könnte. Denn das, was uns ausmacht, sind unsere Emotionen und Gefühle. Schaltet man alles gleich, würde man da aber nicht allen alles Leid ersparen können? Wünschen wir uns nicht alle einen Seelenzwilling, einen Schattenzwilling, der all unseren Schmerz für uns austrägt? Jemand, der sich hinter dem Spiegel im Verborgenen befindet? Vielleicht aber auch tief in uns drin. Tun wir unbewusst uns nicht so behalten, dass wir selber so etwas, so jemanden in uns erschaffen? Damit wir nicht alleine mit all der Last sind, die auf unseren Schultern sitzt? Hat die Sehnsucht nach Gleichheit nicht vielmehr etwas damit zu tun, dass man etwas gegen die urtiefe Einsamkeit tun möchte, mit der man sich alleingelassen fühlt mit seinem Schmerz? Warum ist die Frage so groß und warum ist es so eine schwerwiegende Frage, wenn man sich damit beschäftigt, was hinter dem Spiegel eigentlich ist, also was ganz tief in uns drin ist. Auch in den Anime Black Rock Shooter existiert ein gespiegeltes Selbst von Mädchen, die großes Leid erfahren. Dieses gespiegelte Selbst trägt das Leid der Mädchen, damit sie ihre Emotionen im realen Leben abschalten können und ihren Schmerz auf jemand anderen übertragen können, ihren anderen Selbst. Raus! Aus was? Aus diesem Zustand! Aus der Welt von Black Rock Shooter! Du musst da weg! Du musst dir klar machen, dass du nicht dieses Mädchen bist! Ich bin also nicht dieses kämpfende Mädchen. Ich bin nicht... Warte! Ich bin nicht... Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, sie will schon ein bisschen zu erwachsen sein. Sie sagt niemals etwas Negatives. Sie ist viel zu gut. Das macht mir ein wenig Sorgen. Ob sie sich vielleicht selbst zu sehr unter Druck setzt. Ich bin ein gutes Mädchen. In meinem Leben passiert nichts Schlimmes. Kummer und Schmerz sind mir fremd. Und selbst wenn es mal Stress gibt, im Grunde verstehen sich alle. Und alles ist schnell wieder gut. Das habe ich jedenfalls gedacht. So wollte ich das Leben sehen. Ich wollte niemand sein, der die ganze Zeit nur jammert. Ich wollte niemand sein, der andere hasst. Aber ich war nur deshalb so, weil ich selbst nicht verletzt werden wollte. Ich wollte nicht gehasst werden. Jetzt sehe ich ein, dass ich die ganze Zeit über nur versucht habe, wegzulaufen. Der Kummer, der
Schmerz und das Leid der Mädchen in der realen Welt haben uns und diese andere Welt erschaffen. Yus Seele hatte eine tiefe Wunde. Ich habe in dieser Welt gekämpft, in dieser anderen Welt. Selbst keine Gefühle. Wir werden von den Gefühlen der Mädchen in der realen Welt getrieben und folgen unseren Kampfinstinkten. Aber ich kämpfte nur um des Kampfes willen. Mir war egal, ob ich gewinne oder verliere. Yus Gefühle bestanden fast ausschließlich aus Kummer und Hass. Ich habe all ihr Leid auf mich genommen. Es ist sehr schwer, aber ich habe es jetzt verstanden. Bisher habe ich allen Kummer, allen Schmerz, den ich hatte, immer auf ein anderes Mädchen abgewälzt. Dein anderes Ich befindet sich immer im Kampf. Es trägt tapfer all deinen Schmerz und all deine Sorgen für dich. Aber dein anderes Ich stirbt bei diesem Kampf und hört auf zu existieren. Dieses Mädchen mit den blauen Augen, es kämpft und verletzt die anderen. Um uns vor Kummer, Schmerz und Leid zu bewahren. Hätte sie mich getötet, mich, die Trägerin von Yus Kummer, wen hätte Yu da noch gehabt? Und dann? Ich bin sehr froh, dass du überlebt hast. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen sollte. Yu! Ja, ich bin Yu. Aber wenn ich nicht mehr bin, dann verschwindet auch dein Kummer. Meine Welt ist grausam. Überall Probleme und Gemeinheiten. Selbst wenn mein Schmerz mit dir sterben würde, es würde ja doch bald neuen Kummer geben. Deine Welt ist viel unkomplizierter als meine. Du musst nicht denken. Du musst nur kämpfen. Schmerz ist etwas sehr Unkompliziertes. Sag, wollen wir nicht tauschen? Tauschen? Ja, lass uns tauschen. Ich bleibe hier in deiner Welt und du trittst dafür in die reale Welt ein. Genau das passiert in American McGee's Version von Alice im Wunderland, Alice Asylum. Seine Version hinter den Spiegel ist folgende. Auch hier erfolgte ein Tausch, nur dass es der Alice, die hinter dem Spiegel eingesperrt wird, nicht bewusst ist. Alice sperrt ihre unschuldige, kindliche Seite, die keinen Schmerz empfinden will und möchte, hinter den Spiegel ein und tut ihre emotionslose, ihre Schattenseite in die reale Welt holen. Sie tauscht genau so den Platz hinter den Spiegel mit der realen Wirklichkeit ein. Deshalb ist die erwachsene Alice, die wir in Madness Returns spielen, die dazu in der Lage ist, genauso blutige Kämpfe auszutragen für den Schmerz der inneren Seele. Deshalb ist diese erwachsene Alice in Madness Returns schon die Shadow Alice, das Schatten selbst, der Schattenzwilling, während das Kind in ein tief begraben wurde. Hinter den Spiegel. Auch in der Asia-Serie auf Netflix It's Okay to Not Be Okay geht es darum, wie man durch den Spiegel gegangen ist und eine Rolle einnimmt, in denen wahre Gefühle systematisch unterdrückt werden. Man bemerkt, dass es die Menschen unglaublich kompliziert macht, weil so immer wieder Risse entstehen, wo die aufrichtigen Gefühle doch durchsickern und man dann aber wieder alte Blockaden hochzieht. Kannst du
늘고 싶은 놀아야지. 왜 놀고 싶잖아. 네가 나에 대해 뭘 알아? 뭘 아는 척 자꾸 함부로 까불어? 위선자. 뭐 다들 그렇잖아. 속으론 사람 여러 죽이면서 아무런 정의선담에 사는 거지. 완전 무결한 인간이 어딨다고. 청나물만 잘 씹어먹어. 맛있냐? 너 몇 살이야? 기대하고 있었나 봐. 나한테 뭘 기대했는데? 응? 뭘 기대했어? 됐어. 나는 뭐 맞는 게 좋아서 늘 참는 줄 알아? 나도 이제 못 참아. 안 참는다고. 참는다 조금. 세. 하나 둘 셋. 싫어 형이나 셋. 말 들어. 내가 네 형이야. 아니 왜 형 낳게 자꾸. Am Ende war der Wunsch eines Kindes übrig geblieben, ganz normal streiten zu dürfen. Das hat den Protagonisten dann glücklich gemacht und ihn befreit. Ah.
혹시 나 원래 죽을 날 뻔한 아니? 그래서 막 나가는 거야? 형한테 맞을 땐 속이 편했는데 막상 치고받고 하니까 봐봐 네 마음이 더 아프지? 아니 속이 후련해 아, 사이코가 예수 유력 참 대단하다 어떻게 이렇게 딴 놈이 되냐 제수야 누구세요? 저 아세요? 나 원래 이런 애야 Man sieht also, am Ende wollen wir gar nicht, dass alles gut ist. Wir wollen, dass es okay ist, auch nicht okay zu sein. Umso näher man aber dem kommt, aufrichtig zu allen zu stehen, was in einen selbst ist, umso plötzlicher fügt sich alles auf einmal. Wir nehmen diese heile Weltsituation in Filmen immer so einfach hin, weil wir uns danach sehnen und dass deshalb unsere Vorstellungen dem entspricht. Aber in dieser Serie wird der Weg offenbart, wie lange und schwierig es ist, wahre Nähe und Gemeinschaft aufzubauen, die wir in anderen Filmen einfach so hinnehmen. Gerade wie schwierig es ist nach einer kaputten Vergangenheit. Gerade in Asien geht es oft darum, das Gesicht zu wahren und sich nicht gehen zu lassen, weil man sehr verantwortungsbewusst jenen gegenüber ist, die man Familie nennt und sehr liebt. Gerade deshalb funktionieren die Menschen hier nochmal ganz anders. Sie sind tapferer. Dass man sich mit seiner Tapferkeit aber auch einsperren kann, anstelle den Mut zu haben, Dinge zuzulassen, das ist der Gegenpol, der sich zuspitzen kann. Tapferkeit sollte nie bedeuten, nur zu funktionieren. Tapfer sind wir erst, wenn wir den Schmerz und Gefühle zulassen und danach weiter unser Bestes geben. Ähnlich wie bei den Märchen von dem Jungen, der von Albträumen lebte. Es war einmal ein Junge, der hatte jede Nacht Albträume und weinte deshalb immer. Rund um die Uhr konnte er an nichts mehr anderes denken als seine Albträume. Und er hat irgendwann mal ging er in den Wald zu einer Hexe und bat sie darum, ihm die Albträume von sich zu nehmen. Sie sagte irgendwann mal, würde sie seine Seele dafür holen. Doch der Junge kam irgendwann mal, als es so weit war und sie seine Seele holte, fing er an zu schreien und sagte, warum hast du die Albträume mir genommen? Ich bin danach nie glücklich gewesen. Ich habe einfach nur nichts mehr gefühlt. Und dann sagte die Hexe, wusstest du nicht, dass du nur durch die Abgründe in dir, durch den Schmerz in dir, dadurch, dass du Gefühle hast, die dir wehtun und anderen wehtun, dass du nur dadurch wirklich tiefe Emotionalität kennenlernen kannst und nur so lernen kannst, damit umzugehen und tiefe Gefühle zu entwickeln, auch die guten. Und damit kommen wir zu der dritten Art und Weise, wie wir damit umgehen können, wenn wir einmal durch den Spiegel gegangen sind. Und zwar kommen wir zu den Menschen, die den Schmerz fühlen wollen, den sie durchgemacht haben. Die dritte ist, wo wir uns weigern, den Schmerz betäuben zu lassen. Den Schmerz zu betäuben. Denn wenn er betäubt wird, wissen wir, dass wir überhaupt aufhören werden zu fühlen und sind daher nicht anders als der Android. Also was gibt uns eine Identität, unser Bewusstsein? Genau diese Frage stellte sich auch der Erbauer des intelligentesten Androiden der Welt. Er sagte, um einen Androiden menschlicher zu machen, muss man Absicht und Verlangen
in einen implementieren. Und so entwickelt sich ein Bewusstsein. Auch wenn man im Allgemeinen nicht wirklich weiß, was ein Bewusstsein ist, kann man es daraus schlussfolgern, aus einem Bewusstsein handeln. Verlangen entsteht durch Sehnsucht. Wissen wir also erst das, was wir wollen, durch dem, was uns fehlt, formt sich unser Bewusstsein also aus dem Schmerz heraus, den Schmerz von dem Fehlen von etwas. Das wäre der Umkehrschluss, aus dem, wie die Wissenschaft schon daran herangeht, ein Bewusstsein programmieren zu können in Androiden. Zeigt uns der Body Snatcher, dass sich die Menschlichkeit des modernen Homo sapiens in seine Neurosen versteckt? Ist er das einzige Mittel, den großen Wandel zu verhindern, den die Gleichschaltung der Gesellschaft mit sich bringt? Erklärt das die Ablehnung, die den Filmen anfangs entgegengebracht wurde? Bis man schließlich erkannte, wie aktuell und gleichzeitig allgemeingültig sie durch ihren Widerstand gegen den Konformismus waren? Was bestimmt denn unsere heutige Gesellschaft? Das ist Verlangen, denn wir leben in einer Konsumgesellschaft. Da konsumiert man. Das ist Verlangen ohne Boden, eine Bodenlosigkeit von Verlangen. Das bedeutet auch ein unstillbarer Teufelskreis von einer Sehnsucht, die nicht korrekt gestillt wird. Der Schmerz wird nicht satt. Ein dunkles Loch, was in uns drin ist und durch diese Konsumgesellschaft gestopft wird, nur nicht sättigend. Und genau deshalb, weil wir heutzutage in einer derartigen Gesellschaft leben, wurde aus The Body Snatcher eine absolute Horrorversion. Irgendetwas passiert hier. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann es spüren. Haben Sie was bemerkt? Ja, habe ich. Ich will Ihnen helfen, aber Sie müssen mit mir reden. Mein Mann ist nicht mein Mann. Was ist hier los? Es tut nicht weh. Stellen Sie sich eine Welt vor, wo die Menschen aufhören, menschlich zu sein. Veränderung tritt ein, wenn wir uns im Tiefschlaf befinden. Wir müssen gegenseitig auf uns aufpassen. Wir dürfen nicht einschlafen. Man kann sie überlisten. Was? Zeigen sie keine Emotionen. Sie wissen dann nicht, wer wer ist. Weg von meinem Kind! Wir werden alles tun, um das zu überstehen. Wenn sie aufwachen, werden sie sich fühlen wie immer. Und die Angst heutzutage, sich selbst zu verlieren, ist viel, viel größer als damals. Durch die Konsumgesellschaft. Die Digitalisierung ist der beste Beweis dafür. Täglich versuchen wir, ein Spiegelbild unser Selbst online zu erschaffen, auf unseren digitalen Profilen. Hi, I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. With computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that, why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill,
and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important for me to ask people, how do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? What just happened? Yeah, this is what they wanted. They said they were fine with your theoretical mumbo jumbo, but they needed some sexy action. Fotos von uns, Selfies, unser Status. All das soll das ersetzen, wie wir uns selbst reflektieren. Aber es ist keine wirkliche Selbstreflexion. Es ist nur eine konsumierte Reflexion. Unser digitales Spiegelbild entspricht nur dem Mainstream. Wir wollen Individualismus dadurch. Wir wollen durch unsere Reflexion unser Spiegelbild, unser Selbst erfassen. Unser Individuum. Doch letztendlich passen wir uns damit nur einem System an, den Mainstream. Deshalb ist die Angst vor einem gefühllosen Doppelgänger von uns umso größer. Unser gleichgeschaltetes Selbst, was durch den Schlaf kommt. Durch den Schlaf. Es passiert unbemerkt. Deshalb der letzte Satz. Wir werden uns fühlen wie immer, weil wir schon mittendrin sind. Wir stecken schon in einem Spiegelbild unser Selbst fest, was den Mainstream entspricht und all unsere Emotionen unterdrückt. Ich denke, dass das die Body Snatchers ausmacht. Sie richten das Augenmerk auf die Doppelmoral des modernen Menschen, der sich für einzigartig hält, sich in Wahrheit aber nur einem Modell anpasst. Man denkt darüber nach, aber ohne Freude daran. Insofern hat sich der Body Snatcher bewahrheitet und man findet das auch noch erstrebenswert. Ignorance is bliss. Man findet alles cool und geschmeidig. Alle tragen wie dieselben Kopfhörer, hören dieselbe Musik, gehen auf dieselben Veranstaltungen, posten 25.000 Mal dasselbe auf Facebook und denken dabei, dass wir die Einzigen sind. Doch aus uns spricht die Welt. Aber aufgrund eines biochemischen Prozesses glauben wir, dass wir das sind. Die Welt redet durch uns.
Doch es geht nicht nur um die gesellschaftliche Gleichschaltung durch den Mainstream, sondern darum, dass auch das Innerste gleichgeschaltet wird durch den empathielosen und emotionslosen Doppelgänger, im übertragenen Sinne Bodysnatcher. Der Bodysnatcher ist nichts weiteres als ein gefühlloses, gespiegeltes Selbst. Gesellschaftlich betrachtet die akzeptablere Hälfte oder die akzeptablere Spiegelung von uns selbst. Aber wenn man seinen Schmerz runterschluckt, um mit der Gesellschaft mitzugehen, dann tun wir das nicht nur, weil die Gesellschaft das von uns verlangt oder erwartet, sondern nein, wir tun es, weil wir das genau deshalb durch dieses Umfeld, wir das selber von uns erwarten, weil wir selber so streng zu uns sind, weil wir uns selber verurteilen für den Schmerz, weil wir denken, es ist besser, ihn runterzuschlucken, weil es wir nicht wert sind, ihn auszuleben, weil es was Schlechtes ist. Schmerz macht uns schlecht. Im übertragenen Sinne bedeutet das aber, dass unsere Individualität uns schlecht macht. Denn der Schmerz macht uns erst individuell. Deshalb wirkt auch diese Skulptur so skurril, gleichzeitig ein bisschen verschreckend. Doch irgendwie fühlt sich jeder mit ihr verbunden. Weil jeder kann sich damit identifizieren, weiß nur nicht wirklich auf welche Art und Weise. Uns wird eingeredet, dass es besser ist, ohne Schmerz zu leben. Dabei ist es eine völlig falsche Analyse, auch von uns selbst. Wir wollen das nur glauben, weil das nun mal dem Klischeebild der Masse entspricht. Deshalb schreit aber auch unser individuelles Selbst in uns drin dagegen so laut auf und der Schmerz wird dadurch nur noch intensiver, wenn wir ihn ausblenden. Denn etwas totzuschweigen oder zu ersticken war noch nie das Gleiche wie Heilung. Und was passiert mit den Menschen, die sich ihren Schmerz stellen? Sind sie weniger alleine damit? Wohl kaum. Aber es gibt ihnen die Möglichkeit, Dinge aus anderen Augen zu sehen und feinfühlig zu werden für den Schmerz auch der anderen. Und irgendwann mal wird man jemanden treffen, die ebenfalls tiefen Schmerz empfinden. Ebenfalls ihr tiefes Schatten selbst getroffen haben. Ebenfalls durch den Spiegel gegangen sind. Wir sind wie Außerirdische. Hin und wieder begegne ich denen, die gehofft und verloren haben, die den Fall Adams begegnet sind und ihm mit großer Intimität begegnet sind. Mit ihnen finde ich eine Verwandtschaft. Wir sind wie Aliens aus demselben Land. Es erinnert mich an den Film The Doctor von 1991, in dem dieser arrogante Arzt plötzlich an wahrscheinlich unheilbaren Krebs erkrankt ist. Seine Welt ist erschüttert und er begegnet dem Untergang als unwillkommener Freund. Er findet sich als Fremder an einen Ort wieder, innerlich, metaphorisch, aber auch äußerlich, an dem er nicht einmal mehr mit seiner eigenen Frau und schon gar nicht mit seinen alten Freunden und Kollegen etwas anfangen konnte. Aber er trifft eine junge Frau, die ebenfalls im Sterben liegt. Mit ihr sprechen sie dieselbe Sprache und leben in einer anderen Welt. Während ich die Taten, die mich durch das Glas getrieben haben, das Glas des Spiegels, in einer Millisekunde umkehren würde, sie waren böse und vom Untergang,
Dennoch fühle ich mich jetzt lebendiger als je zuvor. Zu fühlen, sogar das zu fühlen, was weh tut, ist besser als überhaupt nichts zu fühlen. Nehmen wir uns etwas mit bei all der Reflexion im wahrsten Sinne des Wortes. Nehmen wir nochmal die Aussage wahr, das, was uns ausmacht, sind unsere Emotionen, unsere Gefühle. Und würde man alles gleichschalten, würde man dann nicht alles Leid ersparen können? Spiegeln wir diese Aussage im Umkehrschluss. Spiegeln wir diese Aussage. Im Umkehrschluss heißt es eigentlich dann, dass nur wir erst wirklich wir selbst werden, wenn wir leiden. Was wieder hochgradig interessant ist. Auch in Body Snatchers von 1993 ist die schmerzhafte Erkenntnis ganz zum Schluss, dass wir durch das Ausschalten unserer Gefühle und somit unserer Menschlichkeit wir einfach den schrecklichen Verlust feststellen müssen. Alles, was wir lieben und uns etwas bedeutet, auf tragische Weise zu verlieren. Und das Durchgehen durch den Spiegel auf die andere Seite zu einer kalten Version von uns eben nicht mehr zusichert, wie wir uns einreden oder uns manchmal gesellschaftlich eingeredet wird, sondern vielmehr größere Verluste impliziert. Doch dieser Dualismus wird wohl ein immer aktuelles Thema bleiben, gleich zu welchem Zeitalter wir leben. Nicht umsonst heißt, obwohl im Englischen das Wort Mirror für Spiegel steht, es, wenn man hinter den Spiegel übersetzt, wortwörtlich, behind the looking glasses, was so viel bedeutet, hinter dem sehenden Glas. Das sehende Glas, weil man selbst darin ist, die hinausschaut, wenn man hineinschaut. Schon diese Übersetzung deutet an, dass es die Suche unseres inneren Weges zu uns selbst reflektiert und jeder irgendwann, früher oder später, durch den Spiegel gehen muss. Waren du und ich ein Mensch. So
Wieso ist das eigentlich normal? Die meisten Menschen bleiben dann so. Doch, wir waren schlau. Wir haben beschlossen, dass wir uns teilen. Dadurch waren wir sicher, dass wir nie wieder alleine wären.